Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von Happy Animals. Ich habe heute ein XXL Haul für euch. Ich habe Sachen bei DM und bei Rewe gekauft, also Frischfutter und Saaten und sowas. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Zum einen habe ich jetzt mal, um quasi mein Gehege zu bepflanzen, mir Kräuter geholt. Das hatte ich jetzt schon etwas länger vor und das gerade Millie. Komm her. Hey mein Schatz. Ja, Petersilie schmeckt. Das ist Petersilie von Rewe. Ich glaube, der hat 1,99 oder so gekostet. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Willst du jetzt mal eine ganze Petersilie auffressen? Ja, ich weiß. Und dann habe ich auch noch Dill gekauft. Hat, glaube ich, genauso viel gekostet. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich werde euch halt keine Preise nennen. Wenn ihr irgendwas genau wissen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Also Dill und Petersilie. Irgendwann wird wahrscheinlich auch noch Basilikum dazukommen. Habe ich vor, draußen zu bepflanzen, sag ich mal, vorm Kaninchengehege. Dann habe ich hier einen Knollensellerie mit Stangensellerie obendran gekauft. Hier wurde schon ein bisschen abgeschnitten, weil meine Mutter gerade Suppe kocht. Und aus dem Grund brauchte sie ein bisschen, bevor ich das Video hier drehe. Die fangen hier gerade alles an zu fressen. Seht ihr das? Hier ist Lilly gerade und will fressen. Ja. Und Millie frisst da hinten gerade einen anderen Stangensellerie. Den zeige ich euch auch mal kurz. Millie knabbert gerade an diesem Stangensellerie hier rum. Den findet sie anscheinend sehr, sehr lecker. Willst du auch was haben? Ja, gell, schmeckt gut. Schmeckt, ne? Musst du das alles noch... Meine Schwester meint gerade, ich habe hier sehr, sehr viele Dinge noch zum Filmen, wie ihr vielleicht gehört habt. Ja, jetzt reicht's. Ich weiß, es schmeckt gut. Aber ich muss weitermachen, mein Schatz. Wir machen jetzt mal weiter mit DM Bio Sonnenblumenkernen. Die hatte ich letztes Jahr schon mal gehabt für meine Saatenmischung. Habe ich jetzt schon gekauft, weil, also es ist zwar noch Sommer, sage ich jetzt mal, aber ab Herbst fange ich dann auch an, Saaten zu verfüttern. Und da es sehr, sehr schnell kalt werden kann, habe ich mir gedacht, dass ich das auch schon holen werde. Das sind jetzt 500 Gramm. Als nächstes hätten wir jetzt hier Möhren von Rewe Regional. So. Kriegt mal ein bisschen Möhre, komm her. Ja, Mann, Möhre schmeckt. Gell, okay, komm her. Da scheint jemand Hunger zu haben. Guten Appetit. Das sind 1 Kilo und die haben, glaube ich, 50 Cent oder so oder ein bisschen mehr gekostet. Machen wir hier weiter mit Dein Bestes DM Löwenzahn mit Ringelblume, naturverliebt. Die haben ja ein neues Design jetzt schon. Etwas länger und ich finde das neue Design irgendwie voll cool. Und hier ist auch immer so ein süßer Test. Alle Nager und Zwergkaninchen haben Tasthaare, aber wozu? A, es sieht niedlich aus. B, sie ertasten sich damit den Weg im Dunkeln. C, sie begrüßen damit ihre Freunde. Das ist natürlich B. Ja, habe ich mitgenommen. 3 Mal. Ich habe jetzt nur 2 mit rausgenommen, weil es so viel ist. ich hatte keine Lust, alles mit rauszutragen. Einmal hier noch mit Löwenzahn, mit Kondom und Kamille. Und das ist halt sehr, sehr günstig von DM, deswegen. Dann habe ich jetzt hier Basismüsli ohne Rosinen. Da ist natürlich jetzt Getreide drin, also natürlich kein Weizen. Es gibt allerdings ein paar Getreidesorten, die man teilweise verfüttern kann. Natürlich sollte man nicht zu viel verfüttern, aber ein bisschen bekommen meine im Winter, weil ich finde, die brauchen das einfach an Energie. Besonders meine beiden deutschen Riesen hier, die ihr auch gesehen habt, die gerade die Möhren fressen. Und hier ist halt sind auch noch Ölsamen mit drin, also so Sesam, Leinsamen und Sonnenblumenkerne. Und ich denke mal, dass es den Kaninchen schmecken wird. Als nächstes habe ich jetzt hier Paprika. Ich habe direkt in der Hand. Ich habe jetzt 3 gelbe und 1 grüne. Weil die orangene und rote, die waren alle voll matschig und so. Die sind auch noch für uns Menschen. Also davon bekommen die Kaninchen nur so ein bisschen ab. Aber ich habe es halt trotzdem mal euch gezeigt. Weil sie es ja trotzdem auch bekommen. So. Dann hätten wir hier... Sesam von DM Bio. Das ist auch für uns Menschen gedacht, weil so viel können die Kaninchen gar nicht fressen, weil das halt auch nicht, also ist halt wirklich voller Fette, aber ist halt ganz gut geeignet, wenn es halt kälter wird. Davon bekommen die Kaninchen auch ein bisschen mit in die Saatenmischung mit rein. Ernsthaft jetzt? Blöder LKW. Ja, mögen meine Kaninchen auch ganz gerne. Dann hätten wir hier eine Gurke. Meine Kaninchen bekommen Gurke, besonders wenn es ein bisschen wärmer ist, weil
Das ist halt voller Wasser und Kaninchen können halt auch Durchfall von Gurke bekommen, weil da halt so viel Wasser drin ist. Deswegen sollte man halt darauf achten, dass man nicht zu viel von Gurke verfüttert. Aber ist sonst ganz gut geeignet, besonders wenn es halt heiß ist. Aber im Winter friert es halt sehr schnell. Dann hätte ich hier jetzt noch von DM Bio Haferkleie mit Keim. Ich wollte die ganze Zeit Haferkleie kaufen, aber wusste nicht, wo ich es kaufen soll. Und jetzt gab es halt bei DM das, habe ich halt gesehen und habe sofort mitgenommen, weil Haferkleie sind halt besser als Haferflocken. So viel weiß ich auf jeden Fall, weil da noch ein bisschen was von dieser härteren Schale mit dran ist. Hafer dürfen die Kaninchen bekommen, auch Haferflocken, aber halt nicht zu viele. Und Weizen dürfen Kaninchen übrigens nicht bekommen, weil es zu stärkehaltig ist und Kaninchen das nicht verdauen können. Bei Hafer ist es halt was anderes, weil dort nicht so viel Stärke mit drin ist. So, als nächstes hätten wir jetzt hier Chinakohl. Hallo Mili, willst du was abhaben? Komm. Yummy. Das ist verloren, mein Schatz. Okay, dann halt nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt noch Chinakohl hier. Ich glaube, dazu muss ich auch nichts mehr sagen. Chinakohl. Also Kohl darf verfüttert werden, weil sich da sehr viele so nicht so. Hund, könntest du bitte die Klappe halten? Hört ihr den Hund? Ich denke schon. Auf jeden Fall kann man Kohl verfüttern, wenn man es gut anfüttert und halt kein Trockenfutter verfüttert. Sonst ist das sehr gefährlich für die Kaninchen und kann zu tödlichen Aufgasungen führen. Das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich habe natürlich auch noch andere Sachen gekauft, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Rainbow Highlighter von Essence für mich oder so. Aber ich denke halt, dass euch das nicht interessiert. Also vielleicht schon ein paar, aber ihr könnt euch einfach andere Videos angucken von irgendwelchen anderen YouTubern. Und deswegen habe ich jetzt mal die Sachen gezeigt, die halt für die Kaninchen sind. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wenn ihr mehr solcher Holz wollt, dann gebt uns doch bitte einen Daumen nach oben. Dann habe ich nämlich vor, ein XXL Frischfutterholz zu machen. Mir macht sowas relativ viel Spaß. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!